Hallo. Hallo. Mein Lenkrad fällt irgendwie ein bisschen auseinander. Ich habe ja das G27 und rechts an diesem Seitending, wo der Schaltknüppel drauf ist und noch so ein paar Knöpfe, da gibt es ja auch diese Nupsis zum Festmachen. Da lege ich dann meine Hand drauf ab oder komm mal kurz dran oder so und dann fliegt mir da das Dings in der Gegend rum. Eine Minute, 37 Sekunden später. Das war bei der Updated auf jeden Fall anders. Da kam dir ständig was entgegen. Das war der Nupsi. Ventspils GNT. Moment. Links, ja. Neben Riga. Wo ist denn jetzt Riga? Oben, Lettland. Rechts von Ventspils. Wobei ich sagen muss, manche Bugs sind schon wirklich kreativ. Wobei fairerweise F1 2020 ist da eins der besseren auf jeden Fall. Ich hatte ein Standbild und ich stand damit einmal auf der Strecke. Was ist eigentlich auf dem Podium los? Warum steht da jetzt ein Alfa Romeo, ein Alfa Tauri und ein... Bitte was? Was war das andere? Oder ist das jetzt bei mir Buggy? Hä? Also bei mir stand da Hamilton, Bottas und Verstappen. So, ich packe aber nochmal neue Schluppen drauf und dann... okay, kann ich nicht? Warum nicht? Ist das jetzt euer Ernst? Oh, wow, ey. Wer programmiert denn so eine Scheiße? Warum fahren die im ersten Sektor nebeneinander her? Ihr habt eure schnelle Runde. Verpisst euch jetzt. Der F1 2020 ist da eins der besseren, auf jeden Fall. Das Schlimme ist ja, bei Nick passiert ja nichts später. Oh. Nein. Hier passiert gar nichts. Außer das. Oh, 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 oh. Das sieht also... Oh. Oh. Oh, ja, ein Glück, ey. Da denkt sich die Karte, ich schub's dir mal lieber zurück auf die... Nick. Da, da, ba, da, da, da. Ba, 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 da, ba, da. So was hat man lange nicht gesehen. So nicht schön, nicht schön. Oh, das ist nicht schön. Oh, das ist nicht schön. So was hat man auf Wolfsburg schon gesehen. Nicht schön. Nicht schön. No, 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 no. Man muss aber auch dazu sagen, also ich hätte das ja eigentlich schon vor Jahren feststellen müssen. Ist echt krass, dass ich das so spät feststelle. Wer die drei hier als Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Das sind die Hats. Hä? Verdient. Waren wir jetzt hier gerade über den Öresund? Nee. Über Anger, Hans, Cake. Nochmal, bitte? Ja, stand da doch auf dem Schild. Guck selber. Wir sind ja schon in Önsen, ja. Ist hier irgendwie eine Filiale von Haribrot oder Kamps oder so? Haribrot. So ja, weil die Brötchen, hier muss es doch bestimmt irgendwas geben. So, die jetzt in Kirkenes oder Ölste, Böllste, Höllste aufladen müssen, die können aber vorfahren. Konzern bei der Pushwing, ich gehe gerne Drobel, scheint es hier, go, go, go. Kraftstoff vor zu gering, das, ja, macht nix. Ernsthaft jetzt? Im Ernst jetzt? Nein, im Detlef. Oh, okay. Kann man doch. Ja, hat sich nach ein paar Meter geändert. Alter. Oh, der Nachläufer, den haut so gerne raus hier. Oh. Ah, okay. Hat Mayo jetzt auch lernen müssen. Ich glaube auch. Ja, Bio hat die Straße auch gefunden. Der Seitenstraße links.
Warte mal, hier ist doch ein Mist. Und dann hab ich ihn abgeschossen. Ja, beim Links abbiegen? Ja. Ja, das ist, die Stelle ist kacke, weil da sehen die dich überhaupt nicht. Hab ich gemerkt. Oh, an dem konnte ich ihn hast du schön umgelenkt. Ja, mit dem Bremsen noch rein. Packer, 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 packer. Jetzt lass dich doch wegschieben. Mann. Wie sich das anhört. Lass dich doch mal wegschieben hier. Wow. Und Elektrik wieder im Arsch? Definition von geflogen. Rutschi, Rutschi. Okay, gut, dass an der Haltestelle keiner stand. Elektri, Elektri. Im Arschi, im Arschi. Da ist der Platz. Mayo, wo bist du? Da ist er, Platz. Was? Da ist er, Platz. Da ist er? Nein, ach, Quatsch. Ja, gib halt mal Gas. Ich bin da nicht mal einen großen Lungfee. Glaube ich. Stell dich quer, siehst du mehr? Der Typ hat die Fußgängerampel vergessen. So ein Scheiß gibt's noch nicht mal in Hessen. Das kann doch gar nicht sein. Über die Straße komme ich nur illegal. Für mein Gewissen ist das eine Qual. In Städten wohnst du lieber nicht. Zieh doch einfach ins Ruhrgebiet, auch wenn es da scheiße aussieht. Doch Ampeln gibt's da schon. Vielleicht fahr ich mit dem Bus auch einfach mal nach Gron. Verdammt, ich fahr hier. Ich fahr hier nicht. Verdammt, der Bahnhof ist völlig dicht. Verdammt, ich steh hier. Ich steh hier lang. Auf der Straße herum. Blub, blub, blub. Alter, ich werd bescheuert, ey. Wie geht's mit dir? Ich hab's auch nicht so leicht wie du. Ich hatte noch nie leicht. Frag mal deine Beine. Ja. Ich stimme voll und ganz zu, du warst nie leicht, genau. Ja, ja, ja. Warum stehen wir? Weil ich da nicht hin muss. Hättet ihr wenigstens sagen können, dass ihr den Anker werft. Ja, das dachte ich auch gerade. Du musst dezent ausweichen. Hast du nicht meine Flaggensignale gesehen? Nee. Nein. Mein Arsch war so breit. Also ihr kommt auf jeden Fall an mir vorbei. Mhm. Übersehen dürften wir dich ja nicht. Den LKW. Ja, ja, nee, ist klar. Gedanken würde ich mir machen, wenn dann so ein dickes, fettes Michelin-Männchen plötzlich auf der Karte auftaucht. Hallo! Doch 1376 Kilometer. Ja, und ich werde jetzt nicht mal Chips knabbern. Machst du das jetzt eigentlich wie Homer in der einen Folge? Wo Homer das Gewicht über 200 Kilo erreichen musste, damit er von zu Hause aus arbeiten kann? Ich sag jetzt mal lieber nix. Ja, ich finde das so cool. Er muss dann testen, ob das Essen fettig genug ist. Dann musst du das Essen an der Wand reiben und wenn die Wand durchsichtig wird, dann ist es richtig fettig. Ihr seid so scheiße. Was, wenn man Simpsons zitiert, ist man scheiße? Nein. Wenn man das Zitat grundlegend auf mich anwendet, ist man scheiße. Würde ich doch nie nicht. Hast du die Chips-Tüte mal an der Wand gerieben? Nein! Was? Hey, aua! Never. Nein! Nein! Ja, aber du musst aufpassen, ne? Also es gibt auch MAN-Busse, die haben keinen Türpiepen. Die darfst du dann aber nicht fahren, ne? Die musst du dann hassen. Tja, kein Türpiepen. Bisschen zu spät, leider. Nick, du musst mir sagen, wenn du die Tür hinten schließt, ne? Achso, ja, aber gerade will noch keiner aussteigen. So, Mario, Tür zu.
Nice. Oh, da kommt er. Du Sausack! Und ich düse im Sauseschritt. Ich nehm den Nico mit. Hab Motor, Fehlfunktion. Ja, Auto kaputt, wa? Ah, du Arschloch! Wir müssen mal gleich auch. Nico dich wieder überholt. Ach nö! Ich jetzt hingelegt. Ist wieder ausgegangen. Och nö! Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Kann ich auch. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Intervalle werden kürzer. Weiter geradeaus, ne? Ja. Oh. Ja. Marius gekickt worden. Kein Licht. Ja, kein Licht. Zu lang gerollt ohne Licht. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nein! Habe ich es noch? 539 Kilometer. Boah, wenn wir in Odense sind, reicht's aber auch wieder. Ich fahre dann schon mal. Ihr braucht dann den Abstecher zur Insel gar nicht machen. Eher bin ich wieder da. Hä? Bist du schon auf der Insel oder was? Ja, ich bin schon am Abladen. Was? Warum glaubst du nicht, Alter? Der hat doch gerade noch gesagt, 35 Kilometer. Das funktioniert auch noch. Ja, er hat doch aber auch davor 535 Kilometer gesagt. Aber wo bist du denn geblitzt worden? Am Blitzer. Nein, doch. Slide hier, slide da, slide dort, slide haha. Und der Nachläufer haut mir einfach ab. Scheiße, das war knapp. Das Nummernschild ist ab, ab, ab. Oh Gott. Oh Gott. Ich hätte gern. Ja, deshalb habe ich da auch auf meiner einen Fahrt, die ich da schon gemacht habe, gewartet, bis wirklich ganz sicher alles frei ist. Wow. Wow, dieses Drecksding von der MAN Line City Family. Also ich stehe wirklich sehr nah am Bordstein hier am Rad, am Moritzplatz. Ich dachte gerade nur, was ist das? Es hat auf einmal einen Schlag getan. Da kommt diese Kiste hier angeschossen aus der Line City Family und ballert mir volle Kanne in die Seite rein. Okay, dann gehen wir mal gerade von der Kachel gehen. Das hier finde ich übrigens sehr praktisch, dass man dann in Schönficht am Bahnhof die Haltestelle endlich aus der Kurve rausgenommen hat. Ja. Oh, der nächste Bus! Der mich natürlich auch trifft. Weißt du was, du kratzt mich jetzt mal. Das ist das Zeichen für fahr da weg, du Penner. Ich bin jetzt weggefahren. Ah, ich kam verdächtig. Ja, klang so. Zwei Busse sind hier reingeknallt. Nee, war derselbe. Der kam jetzt nur, als ich von der Kachel wieder auf die Kachel gegangen bin, kam der irgendwie nochmal gerade an. Warum auch immer. Nein! Ja, Mann! Ich will hier nochmal raus. Kommst du aus der Kurve, trifft dich der Gegenverkehr.
Ja, 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 wartest du, wartest du, du... Du siehst doch, dass ich hier aus der Kurve komme und dass du definitiv keinen Platz hast, weiterzufahren. Du hältst einfach drauf, du elender Bullshit-Pümmock, ey. Ach, jetzt geht der Scheiß hier mit dem Theaterplatz los und da ist, oh, und da... Du kommst doch niemals rum, wie schnell fährst du? Wie schnell fährst du? Das war doch so klar. Du bist doch bekloppt, Alter. Wie schnell fährt die denn? Ja, Mann. Ach, haut doch ab. Ihr seid doch an. Ihr seid doch. Alter, wenn man Pissblagen im Duden nachschlägt, erscheint doch ein Bild von Krummenab 2019. Fahrplan sieht anscheinend nur als Deko. Ja, der Fahrplan ist nur Deko. Mein Gott, tapezier dir die Wände in deinem Scheißhaus damit. Ich hätte gerne eine normale Fahrkarte. Ja, danke. Es kann sein, dass es spät wird, aber mein Gott. Und dann machst du dir noch eine Excel-Tabelle daneben und dann schreibst du die Zeiten hin, wann ich tatsächlich aufgetaucht bin. Und am Ende des Jahres kannst du mir das Ding dann zuschicken mit einer ausgerechneten Verspätungsquote und einer Rolle Klopapier, weil da scheiße ich nämlich drauf. 5, 4. Nein, es geht nicht schneller. Spar dir die Frage. Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass der Yannick für mehr Realismus für Liestal die Planer vom BER mit eingespannt hat. Guck mal, es ist so geil, der ist beim Laufen eingefroren. Mitten durchs Land, an Feldern vorbei, über den Berg, durch die Walachei, hinter dem Fluss, am Bahnübergang entlang, und irgendwann dann kommst du sicher an. Wir fahren gern im ETS. Außerdem, Bert, wie kommst du auf den BER? Der Postleo hat uns doch gelehrt, dass das eine alte archäologische Fundstelle ist, vermutlich ein Versammlungsplatz, neben dem jetzt ein Flughafen gebaut wird. Also, Bert und der Postleo. Ja, ja. Egal. Ah, wer kennt ihn nicht? Ja, aber guck mal, wenn du dich innerlich lachschlappst, weil ich es nicht lassen kann, habe ich dich... Lachschlappst? Was? Schlapplachst. Oh, Gott. Weil du dich innerlich schlapplachst, habe ich in dir doch ein Gefühl der Freude ausgelöst. Das ist doch schön. Oh. Oh, ey. Man merkt überhaupt nicht, dass ich die letzte Nacht nicht geschlafen habe. Das erinnert mich an eine Arbeitskollegin. Haben wir eigentlich schon den Spangenstagel geliefert bekommen? Ich so, bitte, was? Ja, den Spangenstagel. Nee, Stangenspargel. Ist so alles klar. Ja, Spangenstagel. Kennst du den nicht? Das ist der neue Lackschutz, damit du keine Kratzer reinkriegst. Da genau. Kannst du alles mit umfahren, bis der Kratzer einen Lack hat. Das. Oh. Oh Gott. Das ist der Lack. Oh, mach Schluss. Okay.